Ja, guten Morgen nochmal an dieser Stelle zum heutigen JFD Live Trading TV. Anders als beim Devisenradar wollen wir uns ja hier mit anderen Underlyings diverser Natur beschäftigen. Und hier steht zumeist auch gerade am Morgen der DAX im Fokus. Wir sehen hier wieder die Multi-Time-Frame-Beschau und ganz links hier im Stundenchart-Intervall sehr schön zu sehen, wie der DAX sich hier sukzessive immer weiter nach oben arbeitet, immer wieder gepaart durch dynamische Aufwärtsbewegungen, die dann wieder in einer Seitwärtskonsolidierung aufgelöst werden. Grundsätzlich hier ein ganz, ganz stringenter Aufwärtslauf, der hier seinesgleichen sucht. Wir haben am Freitag neue Rekordstände gesehen und haben auch hier dann ja, oberhalb der Marke von 11.400 geschlossen. Wir bauen jetzt aktuell die Gewinne weiter aus. Heute haben wir newstechnisch noch ein bisschen was zu erwarten, sowohl aus der EU um 11 Uhr als auch am Nachmittag aus den USA. Das heißt, hier ist in jedem Fall ein bisschen Musik im Markt, die hier kurzfristig die Lage weiter beflügeln dürfte. Schauen wir kurz auf die Wochenstatistik. Der DAX hier am Freitag grundsätzlich negativ war Natur unterwegs gewesen. Mit der positiven Tendenz oder dem neuen Allzeithoch am Freitag hat sich hier die Statistik leicht verbessert. Also wir gehen hier von den Werten Richtung 35% wieder nach oben. Jetzt sind wir hier bei Freitag minus oder was er sagt, bei Freitag bei einer Wahrscheinlichkeit von positiven Schlusspreisen bei noch 39%. Das ist nicht viel. Wir sehen hier am Montag auch nicht unbedingt der bullischste Tag mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen, wohl bemerkt, denn in der Overall-Übersicht sehen wir hier 55% ganz klar der stärkste Tag. Also Montag hier als Wochenauftakt höchst bullisch grundsätzlich, aber mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen eher weniger. Der DAX generell gesehen, wie gesagt, laufen wir jetzt hier an diese obere deckelnde Aufwärtstrendkanallinie ran, hier im Stundenchart zum einen und zum anderen hier auch an dieser ja schon fast mittelfristig anmutende Aufwärtstrendlinie, deckelnde Aufwärtstrendlinie des Aufwärtstrendkanals seit Oktober letzten Jahres. Wir haben hier jetzt auch den Zielbereich 11.350, 11.400 Punkten, den wir hier schon seit längerer Zeit im Fokus haben, nahezu erreicht. Und wenn ich mir jetzt ein kleines Update erlauben darf, wir haben hier diesen blauen Tendenzfall gesehen. Einen kleinen Pullback an dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie gab es leider nicht, aber es wäre jetzt für mich nicht überraschend, wenn wir kurzfristig eine Konsolidierung in den Markt bekommen würden. Also es gibt viele Marktteilnehmer, die darauf spekulieren und viel, viel Geld verloren haben. Ich will nicht sagen, dass das in dieser Art und Weise so ablaufen muss, aber zumindest hier knapp oberhalb von 11.450 Punkten haben wir sowohl auf Tagesbasis als eben auch hier auf Stundenbasis diesen deckelnden Aufwärtstrend und der könnte durchaus für eine kleine Gegenbewegung sorgen. Die Fuzzy-Vektorlogik spricht hier eine ganz andere Sprache, beziehungsweise eine ganz andere Sprache dahingehend, wenn wir uns hier den Stundenchart anschauen. Hoppala, nochmal zurück. Andere Sprache, Stundenchart, wo ist es hin? Ja. Andere Sprache, wenn wir uns den Stundenchart anschauen, sehen wir hier nochmal Niveaus in Richtung 11.500 Punkte, dann allerdings hier zum Nachmittag eine Korrektur, deutliche Korrektur bis 11.300 Punkten. Ob dies so kommt, das hängt hier auch mit der schwachen Statistik zusammen. Schwacher Wochentag, hier rein saisonal und statistisch nach Fuzzy-Logik, auch hier eben eher am Montag eine Abwärtsbewegung und das zeigt sich auch hier in der Intraday-Logik, die sich hier sozusagen abzeichnet, aber grundsätzlich das Bild eigentlich noch positiv und das erlaubt durchaus auch weiteres Potenzial hier eben möglicherweise sogar bis in den Bereich von 11.500 Punkten. Spätestens dann wäre allerdings hier auf Tagesbasis diese obere deckelnde Trendlinie erreicht und der Index sollte zunächst mal durchschnaufen. Im Stundenchart wäre dann praktisch 11.500 Punkten während des heutigen Abend außerbörslichen Handel dann durchaus erreichbares Level, aber dann scheint auch hier eben die Luft aus, die Luft dünn und dann könnte der Markt rein technisch gesehen korrigieren. Er muss es nicht, er kann auch direkt bis 12.000 durchziehen, aber zunächst hier sehe ich eher Risiken auf der Oberseite. Das Ganze gepaart mit der kurzfristigen Saisonalität, die wir jetzt hier eben sehen, zeigt, okay, Anfang des Monats März, es könnte durchaus hier eine schwächere Woche werden. Wenn der Tag heute unter Umständen noch positiv ist oder bleibt oder aus dem Handel geht, könnten die nächsten Tage hier rein saisonal bedingt, aber nunmehr auch rein charttechnisch bedingt, durchaus für eine kurzfristige Konsolidierung sorgen. Wir sind sehr heiß gelaufen. Kleine Verschnaufpause tut hier mal Not und insofern mal sehen, was hier noch kommt. Wir werden das Ganze dann spätestens morgen nochmal unter die Lupe nehmen. Heute Abend dann nochmals eine Beschau der US-Indizes. Also heute JFD Live Trading TV, heute wieder gegen 19:30, 19:45.
damit wir uns hier die US-Indizes anschauen und dann auch nochmal einen Rückblick auf den DAX werfen, der dann praktisch nur noch im außerbörslichen Geschäft unterwegs ist. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für die heutige Morgensendung von JFD Live Trading TV. Ich sage danke fürs Einschalten. Ich bin Christian Kimmerer und bis bald.